Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Tutorial von Nähen mit Burda. Ob groß, klein, zierlich oder kurvig, jede Figur ist anders. Deshalb solltest du deine Maße kennen, bevor du mit deinem Nähprojekt startest. Wie du dich richtig ausmisst, siehst du in unserem Video mit dem Titel Richtig Maß nehmen. Du hast ein Teil im Kleiderschrank, das etwas zu locker sitzt, möchtest es aber auf keinen Fall entsorgen? Wir zeigen dir heute, wie du das Kleid nach einem einfachen Prinzip abändern kannst, damit es dir besser passt. Ziehe dir dein Kleidungsstück an und stelle dich aufrecht hin. Am besten stellst du dich vor einen Ganzkörperspiegel oder lässt dir von einer Freundin helfen. Wir zeigen dir die Änderungen an einem figurbetonten Kleid mit Abnähern in der Taille. Wie du siehst, sitzt das Kleid in der Taille viel zu locker, daher werden wir an dieser Stelle etwas Weite wegnehmen. Als erstes bestimmst du den Sitz deiner Taille und Hüfte am Kleidungsstück. Dafür kannst du jeweils ein Band um die schmalste Stelle deiner Taille und die stärkste Stelle deiner Hüfte binden. Stecke auf Höhe der Taille und Hüfte ein paar Stecknadeln quer. Jetzt kannst du die Bänder wieder entfernen. Nun wird das Kleid an der Taille enger abgesteckt. Dazu kneifst du an den vorderen Abnähern etwas Stoff zusammen und steckst eine Nadel längs in den Stoff. Das wiederholst du an den rückwärtigen Abnähern und an der Seitennaht. Achte darauf, das Kleid an den Abnähern und Seitennähten gleichmäßig abzustecken. Nimm nur so viel Weite heraus, dass dein Kleid noch bequem sitzt. Ziehe nun dein Kleid vorsichtig aus. Wende es auf links und lege es flach vor dich hin. Markiere mit einer Kreide die abgesteckten Stellen auf der linken Stoffseite. Dabei werden beide Stoffkanten an der Nadel markiert. Übertrage auch die Nadeln auf Höhe der Taillen- und Hüftlinie auf die linke Stoffseite. Dann kannst du die Stecknadeln entfernen. Trenne nun am Armlochausschnitt die Naht über der Seitennaht etwas auf. Jetzt legst du an den Seitennähten die Nahtzugaben aufeinander und bügelst sie flach. Auch die Abnäher an Vorder- und Rückenteil solltest du flach aufeinander legen und bügeln. Das erleichtert dir das spätere Nähen. Lege das Kleid jetzt flach vor dich auf den Tisch. Nun werden an allen Nähten die Nahtlinien eingezeichnet. Dafür gleichst du die Beträge aus, die du an den Nähten wegnimmst. Misst zunächst die Strecken an der Seitennaht aus. Dafür misst du auf beiden Seiten der markierten Linie bis zur ursprünglichen Naht und addierst die Maße. Dies wiederholst du an der anderen Seitennaht. Diese zwei Werte werden zusammengezählt und anschließend durch 4 geteilt. Bei uns sind dies 5,6 cm. Trage nun den Wert an der ursprünglichen Naht auf Höhe der Taille nach innen ab. An den Seitennähten verbindest du nun die Markierung in der Taille mit dem Armlochausschnitt und der markierten Hüftlinie. Dafür beginnst du am besten oben am Armlochausschnitt und ziehst mit einem Kurvenlineal nach unten eine Linie, die über die Taillenmarkierung verläuft. Du endest auf Höhe der Hüfte, indem du in einem sanften Bogen in den Verlauf der Naht übergehst. Achte besonders darauf, dass die Kurve möglichst flach und harmonisch verläuft, damit du eine schöne Seitennaht erhältst. Miss nun an beiden Abnähern jeweils die Strecke zwischen den markierten Linien aus. Den Gesamtwert teilst du durch 4. Bei uns ergeben sich nun 1,25 cm. Lege dann den Abnäher aufeinander und trage den Wert an der ursprünglichen Naht auf Höhe der Taille nach innen ab. Jetzt verbindest du noch die Markierung mit den Abnäherspitzen. Hier solltest du eine flache Kurve zeichnen, die in die Naht des Abnähers überläuft. Jetzt kannst du über die mit Kreide markierten Linien nähen. Hier ist besonders wichtig, dass an den Nähten die Stofflagen genau aufeinander liegen.
Dafür kannst du dir die Teile vor dem Nähen mit ein paar Stecknadeln fixieren. Den Teilenabnäher nähen wir in zwei Schritten jeweils von der Abnähermitte bis zur Spitze und verknoten die Fadenenden. Damit sich die Seitennähte und die Abnäher schön legen, solltest du sie gleichmäßig zurückschneiden. Dann trennst du die ursprüngliche Steppnaht an den Seitennähten auf und versäuberst die offenen Kanten. Du bügelst anschließend die Seitennähte auseinander und die Abnäher an Vorder- und Rückenteil jeweils zur Mitte. Du schließt dann die Ärmeleinsatznähte in der ursprünglichen Naht wieder und versäuberst die Kante. Und schon ist dein Teil wieder einsatzbereit. Nach dieser einfachen Methode kannst du auch deine Shirts und Blusen abändern. Wir hoffen sehr, unser Tutorial hat dir gefallen und würden uns über ein Abo, einen Daumen hoch oder einen Kommentar freuen. Dieses Video wurde produziert mit freundlicher Unterstützung von unseren Partnern Zipauli, Pfaff, Gütermann und Schmitz. Viel Spaß beim Nähen und bis zum nächsten Mal!